Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Lang ist es her, dass es ein Video von mir gab, aber jetzt gibt es dafür ein umso ungewöhnlicheres. Denn ich bin hier auf dem offenen Meer vor der Küste Spaniens auf einem Segeltörn und ich bin noch nie vorher gesegelt, deswegen dachte ich, ich muss euch unbedingt mitteilen, wie das so ist und worauf ihr achten sollt, wenn ihr auch mal segeln geht und keine Ahnung habt. Also dranbleiben lohnt sich! Ich und Wasser, okay, ich liebe das Meer, ich gehe gern schwimmen, alles super. Aber auf einem Segelboot über Nacht mit dem Schaukeln auszuhalten, wusste ich auch nicht, ob ich das schaffe. Und ich habe es auch am Anfang nicht geschafft. Ich habe fast 3 Tage durchgeschlafen. Also ich war richtig seekrank, jetzt ohne, dass ich mich übergeben musste. Aber ich war seekrank, also ich konnte nichts machen. Und bis heute, ich bin total schnell müde. Es ist einfach so. Obwohl ich jetzt echt schon fast wie eine Piratenbraut hier aufs Wasser mich bewegen kann. Also mir wird nicht übel, ich habe Hunger ganz normal, alles läuft jetzt. Aber am Anfang war das wirklich nicht so. Deswegen, wenn ihr keine Erfahrung habt und ihr habt zum Beispiel Probleme im Auto hinten zu sitzen, dann ist das ein Zeichen, dass ihr wahrscheinlich auch auf einem Schiff schnell krank werdet. Wenn ihr aber jemand seid, der auch Kurselkopf macht, über Kopf hängt und was weiß ich, alles auf jedes Karussell geht und dem wird nie übel, dann seid ihr auf einem Schiff ab Tag 1 schon perfekt drauf. Ansonsten stellt euch echt auf 3 bis 4 Tage Umstellung ein. Das ist für den Kopf eine mega, mega Sache. Und ich habe hier wirklich geschaukelt bis zum geht nicht mehr. Dann hast du noch den Motor, weil Segeltörn ist ja schön und gut, wenn der Wind weht. Aber wenn kein Wind weht und man vorwärts kommen möchte, dann muss man auch mal den Motor anmachen. Und der ist ziemlich laut. Das ist also... Ich versuche das mal so von der Lautstärke. So, und das habt ihr die ganze Zeit im Ohr und ihr seid todmüde. Ihr könnt euch kaum bewegen, euch ist irgendwie übel. Also das ist schon eine Kombi, da können manche Leute ja sehr drunter leiden. Ich empfehle wirklich als einziges Mittel schlafen, schlafen, schlafen und als zweites Mittelchen Ingwer. Also macht euch so viel Ingwer-Tee, wie es geht. Das ist auch ein bekannter Trick unter den, ja, den Kapitänen, so habe ich hier gehört von unserem Skipper. Also Skipper nennt sich jemand, der das Boot fährt und richtig Ahnung hat. Und der hat halt auch gesagt, jeder Kapitän oder jeder, der hier fischt und nur aufs Meer ist, der hat immer ein Stück Ingwer dabei, das er dann kaut. Also Ingwer beruhigt den Magen und macht doch irgendetwas, dass man dann besser damit klarkommt. Insofern, das ist der wichtigste Tipp für alle, die keine echte Wasserratte sind, aber eine werden wollen. Also ich würde schon behaupten, dass ich jetzt ja zu 90% eine bin. Ich koche hier ganz normal. Ich mache alles, als ob ich zu Hause wäre. Punkt 2, der wirklich eine große Umgewöhnung ist, aber eine positive, ist die Entschleunigung. Wir kennen das ja alle mehr oder weniger jetzt vom Lockdown mit Corona, dass man da auf einmal ganz viel Zeit hat. Und hier ist das nochmal, ich würde sagen, 10-fach höher. Man hat Zeit, Zeit, Zeit. Man kann eigentlich nichts tun, denn das Internet fällt ständig aus. Obwohl wir normalerweise Satellitenverbindung haben sollten, die haben wir aber nicht. Ich kann jetzt euch da nicht sagen, was da technisch schief gelaufen ist, das weiß ich nicht, aber es klappt auf jeden Fall nicht. Und wir haben nur Internet, wenn wir in Küstennähe sind. Gott sei Dank ist es so, dass ich schon als Webdesignerin schon alle meine schlimmsten Aufträge gemacht habe und dann in den paar Stunden, wo ich Internet habe, auch alles andere abarbeiten kann. Also das funktioniert für mich. Wenn ihr aber jemand seid, der 8 Stunden täglich Internet braucht, dann seid ihr auf dem Meer falsch. Das könnt ihr vergessen. Hier ist wirklich Muße angesagt. Hier müsst ihr euch mit euch selbst beschäftigen. Hier müsst ihr vielleicht mal ein Buch mitnehmen, wieder in die Hand nehmen und ja, einfach genießen, relaxen, schlafen, euch erholen. Ihr habt Zeit. So viel Zeit wie sonst zuletzt als Kleinkind. Es ist einfach unglaublich, wie viel Zeit man haben kann, wenn man auf dem Meer ist. Dritter Punkt könnte sein, wo wollt ihr denn segeln? Im Atlantik oder im Mittelmeer? Das ist nämlich 2 völlig verschiedene Paar Schuhe. Also im Atlantik ist es arschkalt. Da braucht ihr eine dicke, fette Hose, eine Segeljacke, die am besten bis zum Boden reicht und jede Menge warme, dicke Wollpullover. Atlantik ist immer kalter Wind. Also auch wenn an der Küste 30 Grad sind und ihr seid nur 100 Meter oder 50 Meter entfernt, habt ihr schon irgendwie 10 Grad Unterschied. Und nachts ist es so kalt, ich habe eine Wolldecke gebraucht. Könnt ihr nicht vergleichen mit dem Mittelmeer, wo wir uns gerade befinden. Es ist so warm, es ist schon, man schwitzt schon um 8 Uhr morgens, man schwitzt im Bett, man kann kaum schlafen. Es ist das absolute Gegenteil.
Und im Mittelmeer, da braucht ihr auf jeden Fall keine Wolldecke. Also ich brauche keine und da braucht ihr mit Sicherheit auch keine. Ihr braucht keine fette Hose, um hier nachts Wache zu schieben. Es ist wirklich viel, viel angenehmer. Also bitte erkundigt euch, wenn ihr auf den Segeltörn geht, wo ist der, damit ihr euch entsprechend auch im höchsten Sommer noch mit Winterkleidung eindeckt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, hier gibt es noch sternenklare Nächte. Also man kennt das ja gar nicht mehr von unseren Großstädten oder auch Kleinstädten. Man hat immer irgendwo Licht, was halt die Sicht auf die Sterne behindert. Hier auf dem Meer ist das nicht mehr so. Also man sieht alle Sterne glasklar und jemand, der zum Beispiel gerne in die Sterne guckt, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Es lohnt sich also, so ein astronomisches Gerät mitzubringen, wo man dann alles gucken kann. Macht Spaß, bringt Freude. Ich habe gestern Nacht allein 4 Sternschnuppen gesehen. 4 Stück. Also wenn das mal nichts ist, direkt 4 Wünsche auf einmal hoffentlich werden wahr. Die werden natürlich nicht verraten, das bringt ja Unglück. Aber was ich damit sagen möchte, genießt auch diesen Blick, weil den werdet ihr so schnell nicht wieder haben. Die Fashionistas unter uns, die müssen ein bisschen leiden, denn hier auf dem Meer, da klappt das mit Haare und Make-up, wie ihr seht, nicht so wirklich gut. Also es ist eigentlich immer Wind, immer. Und es lohnt sich nicht, hier irgendwie großartig Make-up drauf zu schmieren. Das hält nicht, das ist eh sofort wieder weg. Aber ein Tuch braucht ihr, ein etwas größeres Tuch. Ich habe jetzt hier mal einfach eins. Und das könnt ihr wirklich sehr gut gebrauchen, wenn ihr das so einfach festhaltet, also doppelt legt. Ich zeige euch das mal. Hier so. Doppelt legen, sodass man so ein Dreieck hat und dann jeweils das Ende nimmt und so dreht, dass so eine dicke Schnur kommt, dann könnt ihr das richtig, richtig cool hier um den Kopf wickeln. Ich mach das. Jetzt habe ich natürlich Wind von hinten, da geht das so schlecht. Wartet mal kurz. So, einmal hoch und dann einmal drumherum und wieder zurück. Und schon habt ihr ein richtig cooles Haartuch. Also ich liebe das. Ich trage das eigentlich auch außerhalb vom Segeln. Aber das ist halt super schön, weil es die Ohren warm hält. Ihr habt keinen Wind mehr ständig in den Ohren. Also da kann man sich auch eine Mittelohrentzündung holen, wenn man den ganzen Tag hier durchgewindet wird. Insofern, ein Tuch braucht ihr. Ich weiß, die Haare könnt ihr vergessen. Das wird einfach nichts auf dem Meer. Aber so ein Tuch lenkt wenigstens von der schlechten Frisur und dem fehlenden Make-up ab. Einer der wichtigsten Tipps habe ich natürlich nicht vergessen, vielleicht doch, aber jetzt kommt er noch. Es ist das Tragen einer Schwimmweste. Ohne Schwimmweste könnt ihr nachts auf einem Boot vergessen. Also tagsüber, wenn jetzt so die Sonne scheint, es ruhig ist, dann könnt ihr natürlich auch ohne. Aber wenn es Nacht ist, müsst ihr das tragen. Und so eine Schwimmweste, die geht automatisch auf im Wasser. Also falls ihr mal reinfallen solltet, was natürlich kein Mensch hofft, dann bläst ihr sich von alleine auf. Ihr habt da eine so eine Tröte, Pfeife zum Reinpusten, dass ihr auf dem Meer seid. Ihr habt hier so einen Teil auch noch, mit dem könnt ihr euch irgendwo an Bord festhaken. Also wenn ihr jetzt wisst, nachts, ihr seid hier oben, dann sucht ihr euch einen Teil, hakt euch da fest und wenn ihr fällt, dann fallt ihr wenigstens nicht so tief. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da immer drauf achtet, dass ihr nachts, und nicht nur bei Nacht, sondern auch, wenn euch übel ist. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid todmüde, ihr seid irgendwie krank, ihr habt so, ja, euch geht's nicht ganz gut, ihr habt voll den Hunger oder euch ist sehr kalt, so wie ihr das auch nach einem Sonnenstich kennt, auch dann müsst ihr eine Weste tragen. Deswegen bitte, bitte, bitte immer eine in eurer Größe haben oder so einstellen, die sind eigentlich universell, weil ich finde nicht, dass das jetzt total komisch aussieht. Nein, Sicherheit geht vor. Das ist das Wichtigste. Ach ja, und die hat ja auch unten drunter so eine Schnur. Die wird zwischen die Beine auch nochmal geklemmt, damit, falls man wirklich im Wasser kommt, man schläft, dass man die Weste auch nicht verliert. Also das ist wirklich très, très, très important. So, dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt und das ist Bescheidenheit. Und das gilt vor allen Dingen fürs Packen, denn auf so einem Boot oder Schiff, je nach Größe, ist halt nicht so viel Platz. Jeder Winkel wird ja ausgenutzt für irgendein Lebensmittel oder Kleidungsstück oder elektronisches Gerät. Da könnt ihr nicht mit einem riesen Koffer kommen mit 40 Kleidern, 50 Paar Schuhen. Nein, beschränkt euch auf das Nötigste, was ihr wirklich, wirklich braucht. Und dann findet sich auch ein Plätzchen. Und Bescheidenheit auch im Einkaufen von Lebensmitteln. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben einfach zu viel Obst und Gemüse gekauft. Gut gemeint, aber auf dem Meer hält nichts. Es ist immer feucht, man hat tagsüber 30 Grad, nachts teilweise 10 Grad, zumindest im Atlantik. Und
Das sind solche Temperaturunterschiede, das kann auf Dauer kein Gemüse gut überstehen und es fängt hier alles schnell an zu schimmeln. Deswegen kauft lieber viel Trockenes und natürlich auch Obst und Gemüse, aber so, dass ihr wisst, das schafft ihr auch in einer Woche. Sonst ist es nachher Futter für die Fische. Lieber anhalten, neu kaufen. Es gibt ja in jedem Hafen einen Supermarkt und ja, in Portugal kann ich nur sagen, war der besonders empfehlenswert. Da gab es nämlich alle veganen Produkte, die es auch in Deutschland gibt. Also in Cascais in Portugal, wenn ihr da im Auchan Supermarkt zufällig haltet, ein Wahnsinn, ein Riesenregal mit allen veganen Träumen, die dort wahr werden. Also das habe ich sehr genossen. Insofern bleibt bescheiden bei euren Einkäufen, es sei denn, es sind vegane Einkäufe, dann deckt euch bitte ein, weil so schnell gibt es das hier nicht mehr im Supermarkt. Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr so ein bisschen was mitgenommen habt. Also über das Segeln selber kann ich euch nicht viel sagen, denn das lernt man natürlich nicht in ein paar Tagen und da muss man auch wirklich in eine Schule am besten gehen, dass, bis man versteht, wo der Wind herweht, wie man da was aufsetzt und welche Geschwindigkeit und so weiter. Das kann man einfach gar nicht so schnell lernen. Also da muss man wirklich Jahre dranbleiben, vielleicht auch einfach in eine schöne Segelschule gehen, mit so einem ganz kleinen Bötchen anfangen. Also ich überlege, das zu machen. Ich werde sowieso einen Motorbootführerschein machen wollen. Und mal schauen. Mal schauen, ob ich dann noch eine richtige Piratenbraut werde. Wer weiß. Aber euch da draußen erstmal noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, egal wo ihr gerade seid. Genießt euer Leben. Und ja, wir hören uns ganz bald, hoffentlich gesund wieder, meine Lieben. Tschüss. Oh yeah. If you listen to your inner voice, you don't have a choice. Whoa, whoa, whoa. Hey, my darling, are you falling? You're getting deeper to the ground, no doubt. This is the way you've left your crown, way down. And all around you there's a crowd. They start to wound you while you shout. You've got to listen.